Die Geschichte? Ja. Ja, also, ich habe den Berg hier und das Ganze immer von meinem Zimmer aus gesehen. Wenn immer abends, wenn ich schlafen gegangen bin, hat mir meine Mami die Geschichte vom König Laurin erzählt. Komm, ich erzähle dir schnell die Geschichte. Also, der König Laurin, das war ein Zwergenkönig, und der hat in dem Berg da nach ganz vielen Schätzen gesucht und nach Edelsteinen. Und eines Tages gab es ein riesengroßes Fest im Land. Und der König Laurin war nicht eingeladen. Alle Adeligen schon, aber er nicht. Und er war natürlich stinksauer darüber und hat sich gedacht, ich gehe trotzdem hin. Nimm aber meine Unsichtbarkeitsmaske mit, weil die gab's. Also er hatte die. Und dann ist er aufs Fest gegangen und hat sich in die Prinzessin verliebt. Und weil er unsichtbar war, hat es geschafft, sie zu entführen. Und hat sie dann hier versteckt. Und weil sie natürlich total traurig war, weil sie nicht zu Hause war im Schloss und ganz weit weg von allen ihren Lieben, hat er einen Zauber gemacht. Und dann hat er die ganze Wand voller Rosen bedeckt. Und dann hat es abends immer ganz rot geleuchtet, wenn die Sonne untergegangen ist. Ja. Und das ist die Legende vom König Laurin. Und ich habe mir auch mal gewünscht, dass nicht mal irgendwie so ein König, also jetzt nicht ein Zwergenkönig, aber ein König oder ein Prinz entführt und mir eine ganze Wand voller Rosen zaubert. Und ja. Prinzessin bin ich nicht geworden, aber dafür Schauspielerin.